Ja, meine Freunde der Sonne und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Breaking Point nach dem Rennen. Ich glaube, das hatten wir gestern schon. Genau, und jetzt gehen wir zu dieser Besprechung, zu dieser ominösen Besprechung. Abonniert unseren Channel unbedingt gerne, kostenlos, für mehr Formel 1 und noch Breaking Point. Ich weiß, die letzte Zeit kam nur noch das hier, jetzt kommt der Brian-Anruf. Den hatten wir letztens eh schon und wir gehen jetzt in die Besprechung, die er uns ja letztens auch gerufen hat. Oben ist verlinkt. Ich glaube, jetzt kommt die Gerüchte. Kaspar. Oh nein. Oh, Kaspar. Was gibt's? Wir müssen jetzt mal was klarstellen. Setz dich. Was klarstellen? Aiden denkt, dass du seinetwegen zurücktrittst. Tut mir leid, Kaspar. Ich respektiere dich. Sehr sogar. Und ich will schau nicht, mal, dass du zurücktrittst. Oh mein Gott. Da tut er mir ich leid. Ich hab das alles gar nicht so gemeint. Und du sollst wissen, dass, wenn du meinetwegen in den Ruhestand gehst, ich... Bitte sag's ihm. Diese Unsicherheit ist nicht gut für seine Leistung. Ich trete nicht deinetwegen zurück. Aber alle sagen das. Ich trete nicht deinetwegen zurück. War das so alles? So wenig Selbstbewusstsein kann ja kein Fahrer haben. Du gibst ihm jetzt 2 Minuten deiner Zeit. Brian, ich bin doch nicht sein Psychiater. Oh mein Gott! 2 Minuten, Kasper. Mehr nicht. Sprech dich doch mal aus, das wäre, glaube ich, die bessere Idee. Alle sagen... Alle reden zu viel. Hey, ich trete nicht deinetwegen zurück. Ich hab's Brian schon nach Sanford gesagt. Das hat man tut nicht mir leid, gesehen. Dass du erfahren hast. Es ist hart. Ja, manchmal. Die Presse. Social Media. Das stimmt. Ich weiß nicht. Die pushen alles nach oben. Wie schaffst du das alles? Hör zu, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die tun können, was wir tun. Ja, ich weiß, aber... Eine Handvoll. Du darfst nie, niemals vergessen, was für ein Glück du hast, hier zu sein. Also 2 Hände verstanden. Voll. Vergiss das nicht. Hey, Kaspar? Ja? Vergisst du es manchmal? Ja. Manchmal. Das passiert uns allen. Da wirkt er wieder sehr sympathisch. Auch wenn er natürlich, aber wie auch Brian am Anfang gesagt hat, er ist ein Hitzkopf, aber das beruhigt sich schnell. Und das hat er dann auch jetzt auch wieder gezeigt. Es geht nach Belgien, Spa-Francorchamps, 2 Wochen später. Ich glaube, wir müssen ein ganzes Rennen fahren. Ich hoffe natürlich nicht. Weil die Rennen sind immer so langweilig. Wenn so ein Szenario passiert, dann macht das Bock. Aber gucken wir mal rein. Doch, wieder Belgien, komplettes Rennen. Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel 1 Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade... Ja, hier in Belgien natürlich eine coole Strecke. Uch, da kommt lang nichts. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist jetzt eine historische endlich. Rennstrecke mit 19 oh, ja. Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometer. Halleluja. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, boah, sondern auch mit langen Geraden. Oh ja, die Strecke ist ein Traum. Okay, wir gucken uns mal die Startstellung an. Schauen wir mal, wo sich Ackermann qualifiziert hat. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren. Oh, ist das ein zweiter Heim Grand Prix? Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Norris, Sergio Perez und weit hinten, weit hinten. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz und Pierre Gasly, Mazepin, Ackermann, 12. immerhin, Esteban Ocon, wo ist denn Jackson? Butler, Jackson, okay, Russell, es geht. Yuki Tsunoda. Passt, den Rest brauchen wir nicht. Gibt's ein Ziel? Brian? Gibt es ein Ziel, aber ich denke mal eher nur fahren und wahrscheinlich gewinnen. Mal sagen wir mal die beste Position rausholen. So, ich habe das Setup natürlich hier gewählt, aber ich weiß natürlich nicht genau, wie sich das Auto anfühlt. Deswegen hinterer Stabilisator 8.
ist immer eine gute Entscheidung. Los geht's hier mal. Der große Preis von Belgien. Und wir dürfen die 11 Runden selbst fahren und schließe unter den Top 5 ab. Das ist ein cooles Ziel. Guck dich mal den Start an. Halleluja. Ja, da kann ich nicht aus. Innen war leider zu. Solala, gut weggekommen. Ja, wo soll ich denn hin, Mann? Sainz profitiert hier, weil er an uns uns einbremst. Aber jetzt. So, jetzt hängen wir uns. Jetzt hilft uns endlich Alonso hier. Nach der Rouge. Aber wir werden hier wieder eingebremst. Nein, jetzt gehen wir raus. Jetzt machen wir den Triple Overtake an. Alter, da geht's ab. Perez, dann haben wir beide McLaren und dahinter noch Leclerc. Leclerc, den holen wir uns jetzt. Ja, der geht nicht. Na, die Kurve macht ja zu. Ach man, Leclerc, bitte. Haben wir einen Schaden an? Ach man, Leclerc. Da sticht er wieder zurück. Du wirst halt auf jeder Ecke eingebremst auf der Strecke. Und das ist auch das Herrentückische. So, jetzt sind wir aber ganz nah dran hier am Ferrari. Ach man! Jetzt aber. Wir hatten einen besseren Exit. Und jetzt vor Blochimo. Da kann er sich nicht mehr wehren. So, lala. Und nun sind wir schon Siebter. Das ist okay. Ich meine, wir sind ja auch vom 12 gestartet. Deswegen würde ich mal sagen, 7 ist okay. Ja, vor Bastop geht da nichts mehr. Und ich glaube, ich habe mich auch hier. Ja, verzettelt. Okay, das war knapp. Halleluja. Halleluja. Und jetzt ist das eher so. Scheiße. Wer ist der erste Verstappen? Okay. Wir rechnen mit Regen in ein paar Runden. Ach nein, kein Regen. Ich habe das trocken gesetzt. Aber im Regen bin ich ja besser. Also. Im Regen hast du einfach den perfekten Grip. Also. So, Nori noch und es tropfelt schon. Oder? Nein, tropfelt noch nicht. Regen ist natürlich irgendwie eine beschissene Sache. So, la. Wir konnten genauso viel Schwung in Norris hier aufbauen. Und natürlich ES und Windschatten ist hier nach Eau Rouge einfach ein Mega-Faktor. Oh mein Gott. Den Körper darfst du nicht mehr berühren in Formel 1 21. Der ist zu hoch. Gut gemacht. Super. Finde ich auch. Sehr gut gemacht. Also Belgien natürlich eine Strecke, die ich liebe. Die Strecke ist genial. Die Strecke macht Bock. Und vor allem ist sie einfach eine mega bombastische ein mega Zuglöchchen. Ich freue mich auch schon, wenn es dann jetzt nach der Sommerpause endlich weitergeht hier in Spa. Das ist eine Strecke, wirklich, die macht Bock ohne Ende. Und so lang, da kannst du dir... jetzt tröpfelt schon, oder? Ja, im Halo, guck mal im Halo, es regnet. Das ist natürlich jetzt nicht so klasse, weil da ist immer, wer fährt noch eine Runde, wer bleibt noch draußen, wer bleibt noch drin und schaffe ich nur die schnellste Rennrunde vor allem. Ich glaube, die können wir noch holen. Obwohl es jetzt schon echt hardcore regnet. Aber es ist jetzt natürlich wieder. Ja. Wir hatten noch keine in die Box. Okay, das ist gut. Aber das Problem ist halt auch. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Und ich glaube, das war's denn jetzt auch. Man kann, glaube ich, keine schnelle Runde mehr fahren. Die ist schon deaktiviert. Jetzt ist DRS erst aktiviert, okay. Obwohl es regnet, ist DRS noch aktiviert. Das ist crazy. Das ist verdammt crazy. Boah, mein Gott, du rutscht hier. Es regnet hardcore. Boah. Alter, das ist jetzt. Das ist jetzt, sind jetzt schon hardcore. Jetzt ist schon deaktiviert. Okay, das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS, okay, jetzt geht nichts mehr. Jetzt hast du einfach nur noch sicher in die Box kommen. Man kann nicht mal mehr die schnellen Kurven Vollgas fahren. Das ist natürlich. Ich fahr Halbgas. Das hörst drauf. Und ich denke mal auch, das wird tricky, Leute. Das wird verdammt tricky. Vielleicht können wir mit viel Glück.
Nein, Mann, wieder hinter Bottas rauskommt. Schade, schade, schade. Aber mit viel Glück können wir hier noch immer noch einen guten Platz rausholen. Und es gibt wirklich ein paar Psychopathen, die weitergefahren sind. Bei dem Wetter. Die werden das echt bereuen. Ja, aber das ist halt typisch Belgien hier. Okay, das war wieder mal für den Arsch. Das ist typisch Belgien hier. Dieses Wetter ist eigentlich Standard für Ardennen. Also wirklich, da will ich nicht mal irgendwas beschönigen, weil da kann das Wetter so schnell umschlagen. Und da vorne kämpft auch Verstappen, der wird aufgehalten von einem Schleicher. Ja, und das sind halt auch diese gefährlichen Sachen. Ich kann mir gut vorstellen. Wir stechen jetzt Vollgas rein. Oh! Oh mein Gott! Ocon! Du Psychopath! Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Also jetzt habe ich einen Flügelschaden, oder? Ja, scheiße. Ach man! Ja, der Regen kommt und du bist einfach chancenlos. Aber jetzt sind wir ganz, ganz nah an Verstappen dran. Und das Coole ist, aber ich denke mal, wenn jetzt Sainz und die anderen drei vor uns hier nicht reinfahren, dann musst du eigentlich fragen, ob die noch richtig behämmert sind. Das sind vier sogar vor uns, also. Aber vorher hält Sainz noch ganz, ganz schön hier den amtierenden, nein, den Zweitplatzierten in der Weltmeisterschaft auf. Dass wir einfach mal, okay, vorbeifahren ist nicht so einfach. Danke, Sainz. Und Sainz denkt ja gegen Verstappen ab. Ich kann nicht mehr. Und das ist der Win. Ich glaube mal nicht, dass hier ein Sergio Perez, der 8 Sekunden vor uns ist und nicht mal noch in der Box war und pro Kurve hier 1-2 Zehntel verliert. Hier hat schon 3 Zehntel verloren, 4 Zehntel. Also wenn der jetzt probiert weiterzufahren. Schau mal, wie spät wir hier bremsen können im Vergleich zu Ricciardo. Ja, alle in der Box. Hamilton auch in der Box. Das war natürlich der Gnadenschlag für die Mercedes-Strategie. Hamilton fällt da ins Nevada zurück. Und wir führen hier den großen Preis von Belgien an. Das sind halt diese crazy Regenrennen. Wo du dir einfach denkst, so, what the fuck, was ging ab? Und Ungarn, sage ich nur gern. Also, da hast du dich auch gefragt, was ist das denn heute für ein Rennen? Und genau so ein Rennen wird es auch heute geben, weil mit Verstappen, Bottas, Hamilton bleibt da vier? Never. Doch, Hamilton bleibt vierter. Was ist das für eine komische Aufstellung? Obwohl, ja, kann gut möglich sein. Aber da muss die KI schon ordentlich langsam gewesen sein. Hä, jetzt verstehe ich jetzt nicht genau, wie Hamilton sich da auf dem vierten Platz halten konnte. Ich würde sagen, wenn nicht so das Größte passiert hier, auch wenn es mich natürlich ein bisschen freut, aber würden wir mal skippen. Hamilton nochmal in der Box. Hamilton geht jetzt nochmal in die Box. Holt er sich jetzt schon wet? Perez auch jetzt nochmal in die Box. Warum gehen die zwei Affen nochmal in die Box? Das gibt's doch nicht. Wet! Die holen sich full wet. Teamkollege auch in der Box. Aiden kommt in die Boxengasse. Ist es schon Zeit für die Full Wets? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar ein 100 IQ Move war. Wir glauben, dass wir eine doch, gute alternative Strategie das, haben. Das ist auch dieses Regenrennen. Durchziehen oder es mit dem neuen versuchen. Ja, müssen wir auch auf Full Wets gehen. Ach du Heilige, hat uns jetzt hier Aiden? Ja, okay, man merkt es jetzt auch. Aber was ist das denn hier für ein Wetter? In 6 Runden vom wunderschönen trockenen Rennen zum Hardcore-Regenrennen. Das ist wirklich nur in den Antennen möglich. Aber es ist gut. Bring doch mal ein Action rein. Aber wir sind anscheinend noch immer noch enorm schneller wie Verstappen auf 2. Und Bottas sowieso. Also 10 Sekunden. Ich denke mal, wir haben dann nicht das meiste jetzt verloren durch diesen Starkregen. Aber man merkt es jetzt auch. Halleluja. Also ich dachte mir, die sind bescheuert oder so, aber das war dann der 100 IQ-Move von Perez, Verstappen und Ackermann oder wer da noch alle in der Box war. Unser Teamkollege hat dann anscheinend einen besseren Wetterbericht gehabt. Ich verstehe nicht, warum man mich nicht reingeholt hat. Oder war ich einfach noch nicht. Oder war ich zu weit vorne, um das hervorzusehen. Ja, das ist.
glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Es geht nochmal in die Box. Mal auf Inter oder so. Es ist jetzt schon eines der verrücktesten Rennen generell. So. Boah, die Wets sind nochmal was ganz anderes. Ich glaube, jetzt müssen wir auch auf der Ruhe schalten. Guckt euch das Wetter mal an. Man sieht hier nicht mal mehr, wo die Straße ist. Alter, es ist so Hardcore-Regen. Das ist echt crazy. Also, so ein Rennen hatte ich schon lange nicht mehr, wo so viel geregnet hat. Es gab ja mal ein Rennen, glaube ich, wo das Safety Car extra kam, weil es so geschüttet hat. Aber trotzdem, also so ein Rennen hier zu fahren, ist auf jeden Fall alles andere als normal. Der Controller vibriert bei jedem Gas geben. Ich hoffe, das hört man nicht, das ist nicht so hardcore. Aber trotzdem, das ist echt Wonder. Ja, wir haben trotzdem 10 Sekunden, die haben wir behalten. Im Gegenteil, wir haben sogar minimal Plus gemacht, aber das kann natürlich der eine oder andere Fehler von dem Gegner auch sein. Also gut durchgekommen bis jetzt. Also, wenn kein Gegner da ist, dann fahre ich fehlerfrei teilweise. Oh, 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 oh! Cut. Mann. Oh, da kommt, ja, zu früh aufs Gas. Guck mal unten rechts, ich gehe 3/4 Gas. Und erst wenn ich mir zu 99% sicher bin und die noch immer noch teilweise echt sehr unsicher sind, kann ich Vollgas durchdrücken. Ich traue mich das, ja, im Regen ehrlich gesagt teilweise mehr wie im Trockenen, weil im Trockenen ist es noch unvorhersehbarer, weil du weißt ja halt, im Trockenen solltest du so 100% Grip haben und ich weiß ja, im Regen, ja, da musst du mit ein bisschen mehr Gefühl fahren, aber wenn ich mit diesem Gefühl im Trockenen fahre, dann verliere ich teilweise eine halbe Sekunde in der Runde. Wir waren 26 Sekunden langsam, ist auch klar, wir waren in der Box. Aber ja, es ist schon ein Hardcore-Rennen heute. Und wie gesagt, Hamilton hatte da echt einen guten Riecher. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 12,8 Sekunden. Ich kann mir vorstellen, dass nochmal ein paar probieren, jetzt in der letzten Runde auf grün zu gehen oder so, auf die Hinters gehen. Ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich werde jetzt nicht auf Risiko grün gehen. Wir haben genug Zeit, dass wir da, oh, easy going durchfahren. Ja, ich merke es aber auch schon. Nein! Ja, scheiß drauf, müssen wir mit den gelben Flügeln fertig. Mann, ich hose mich so stark. Wow. Huch! Knapp, knapp! Ich weiß jetzt nicht, ob das die abtrocknende Strecke ist oder doch, ja, einfach noch zu Überschätzung mit zu früh aufs Gas gehen. Eine Mischung aus beiden wahrscheinlich, aber, oder auch eine Abnutzung schon, oder? Gucken wir mal. Nein, das geht noch ganz klar. Ich würde sagen, das ist eh die normale Abnutzung für die Wets. Wobei, naja, 17%, es ist auch eine lange Distanz. Wie ich schon fast prophezeit habe, wir sind in der letzten Runde und das Wetter schlägt um. Es ist eigentlich Intertime. Von den ersten Top 4, glaube ich, hat sich, so wie ich sehe, hier keiner reingetraut. Na, die ersten Top 3 sind jetzt mal über Start und Ziel. Bottas fährt auch, Hamilton fährt auch weiter. Perez? Geht in die Box, glaube ich, oder? Nein. Nein, fährt auch weiter. Nein, die gehen alle weiter, also. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht einer von den ganz hinteren noch probiert. Aber das ist halt, das ist halt eh verschwendete Zeit. Du musst eigentlich fertig fahren. Aiden wäre auch unnötig, wenn der jetzt reinkommt. Nein, Aiden fährt auch weiter. Der kämpft auch, glaube ich, um Punkte, oder? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sollte ein Punkt sein für Aiden. Aber natürlich.
Der ist enabled. Ah, aktiviert wieder. Wir haben wieder trockene Verhältnisse. Finde ich jetzt nicht. Aber kann natürlich sein, dass die Strecke schon wieder trocken ist. Also ich habe hier schon noch ein bisschen Spray. Aber natürlich heißt jetzt die letzte Runde ein bisschen Safety fahren. Weil wir hier jetzt natürlich abfliegen können mit den Fuhrreifen auf trockene Strecke. Oh, da kannst du nicht mehr lenken. Da geht nichts mehr. Guck dich mal hinten an, da haben wir 2% dazu bekommen. Aber das kann uns jetzt nicht mehr, das kann uns jetzt egal sein. Jeder hatte die gleichen Probleme. Karierte Flagge, die Jagged Flag. Und Ackermann gewinnt das dritte Rennen in dieser Season. Oder das vierte, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ein Höhepunkt. Und wir schnappen auch Verstappen diesen Win weg. Absolut spitze, wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Und Aston Martin ist wieder in den Five, Stefan. Trotz der diversen Dramen, die wir erleben durften, haben sie noch ordentlich Punkte gemacht. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Aston Martin in dieser Saison auf jeden Fall. Wenn auch unterhaltsam. Immer nur aus positiven Gründen. Ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison... Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Ich bin natürlich sehr gehypt. Das Team von Aston Martin wird über die heutige Leistung und das Ergebnis extrem glücklich sein. Exzellentes fahrerisches Können, eine perfekte Teamarbeit, das Resultat ein hochverdienter erster Platz. Oh yeah. Gucken wir mal, wo Jackson gelandet ist, weil das ist ja... Okay, das gibt's gar nicht nach dem Rennen. Perfekt. Keine. Trotz der schwierigen Bedingungen lief Kasper Ackermann beim Großen. Gucken wir mal. Meine Frau. Ich meine ja nur, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Den Weltmeistertitel. Auch was? Was ist? Nichts. Was nichts? Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Was ist das? Hier, so. Na gut. Es geht um Aiden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich hab noch 3 oder 4 Monate zu fahren. Was wenn... Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Das ist natürlich eine klasse Idee. Was schwebt dir vor? Das Team von Mercedes hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Ich bin sehr gespannt, inwiefern wir da was machen können. Also, wird auf jeden Fall spannend. Social Media. Gucken wir mal. Zoe. Trackside. Ja, jetzt schon. Was hat Trackside geschrieben? Keine Ahnung. Dave Gaming. Acker, my man. Zusammen mit Schumacher, was? Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir uns jetzt ein bisschen umentwickeln
und ihn, ja, Aiden Jackson helfen, weil wir es natürlich verbessern können. Wir können seine Karriere beeinflussen und vielleicht können wir es ein paar der Bahn werden. Abonniert unseren Channel gerne, lasst gerne einen Daumen hin oben da. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.